Moin Freunde, Shane Tays GTV Reviews. Und wie versprochen, werde ich ja auch von meiner Prep My Meal Bestellung, hier habt ihr nochmal das Logo dazu, beziehungsweise die Schrift, werde ich natürlich auch ein paar Portionen probieren. Und hier haben wir die Low Carb Chicken Bowl. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe schon mal sowas ähnliches gegessen von dieser Sorte. Also ich habe natürlich schon ein paar probiert jetzt, ohne dass ich da ein Video gemacht habe. Wir haben einiges drin: Hähnchenbrust, Brokkoli, Paprika und Eier. Dazu gibt es, glaube ich, was ist das hier, eine Erdnusssoße. Wir gucken mal rein, einen kleinen Moment. Ich mache das Ganze hier mal auf an der Folie. Ach, herrlich, das ist wirklich nice. Das riecht sehr lecker und sehr frisch. Wie gesagt, das Ganze ist ja vorgekocht und dann hierher geliefert worden. So sieht das Ganze aus, richtig geil. Wir haben auch so Käse drin. Ich denke mal, das ist so eine Art Hirtenkäse oder sowas. Schafskäse oder vielleicht doch Mozzarella ähnliches, ich weiß es nicht. Da haben wir die Eier, da haben wir den Brokkoli, die Hähnchenstreifen seht ihr hier schön. Und wir haben auch, was ist das? Paprika, genau, stand ja auch drauf. Paprika. Bei dem anderen gab es eine, so eine Tomatensoße dazu, so ein Guacamole. Helft mir auf die Sprünge, wie heißt das? Ich weiß es gerade nicht. Und ja, ich werde jetzt die Soße, also habe ich ja jetzt schon rausgenommen. Ich werde das Ganze jetzt 2 Minuten in die Mikrowelle packen und dann ist das Essen schon fertig. Mehr muss man nicht machen und das ist richtig geil. Ich finde es richtig geil, dass es, ja, wie soll ich sagen, dass es so Fast Food in Anführungsstrichen, also Schnellgerichte, Fertiggerichte gibt, die wirklich aber schon vorher sehr nice vorgekocht wurden, also die frisch vorgekocht wurden und nicht irgendwie aus irgendeinem Tiefkühler kommen und da schon ewig verweilen und vielleicht noch so eine übelste Panade dran haben oder so. Hier ist das Hähnchen ist naturbelassen, ja, man sieht, das ist keine Panade, nichts, gar nichts. Es ist wirklich Low Carb und das ist mega und wir testen das Ganze jetzt. Sind natürlich auch keine Kartoffeln drin und nix, sonst wäre es ja kein Low Carb. Und ja, ich bin mega gespannt. Gucken wir mal rein. Ihr habt es jetzt schon oft genug gesehen in der Cam, so ich muss es jetzt warm machen. Wir machen den Geschmackstest, let's go. Freunde, das geht natürlich schnell und dann ist das Ganze auch wieder fertig. Es dampft hier schön, ich weiß nicht, ob man das sieht. Es brutzelt auch noch so ein bisschen nach. Vielleicht hört man das auch. Geruch ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, finde ich. Aber gut, das ist eben alles in allen. Mit der Soße muss man ein bisschen aufpassen, das ist, die stand natürlich mitten im Essen drin, ja, in dieser Portion. Das ist die Erdnusssoße. Sieht man das? Fokussier doch mal, du Hund. So sieht die aus. Ja gut, man kann es jetzt nicht so krass sehen. Ich musste da eben ein Taschentuch drum machen. Ich bin mega gespannt. Wenn ich jetzt eine Gabel hätte, könnte ich auch anfangen. Es geht los, seid ihr bereit? Schön, lecker, Hähnchen. Nice. Das ist schön saftig, man glaubt das gar nicht. Aber gut, es entsteht natürlich auch eine Soße, die da drin ist. Dann haben wir hier den Käse. Ich würde schon sagen, dass es Hirtenkäse ist. Also es schmeckt nicht wie Mozzarella. Es ist mehr so Feta, wie Feta, der zerlaufen ist, aber Feta zerläuft ja eigentlich gar nicht, wa? Ich weiß nicht, man. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Wir probieren aber erstmal was anderes noch. Und zwar hier mal so ein Brokkoli. So, sieht auch richtig gut aus, oder? Ihr seht auch, dass hier der Saft so. Na, man sieht es nicht, wenn ich das jetzt euch. Kann man das euch zeigen hier? Nicht, dass es übersifft. Ja, ist richtig. Ja, jetzt sieht man es so ein bisschen. Da ist richtig Suppe drin. Das ist richtig. Nice auf jeden Fall. So, dann haben wir hier die Paprika. Ja, ja. Ja. Geht klar. Und was ich richtig geil finde: ein schönes, nices, halbes Ei. Beißen wir mal so rein. Das ist richtig derbe hart gekocht.
Also wenn man noch reinbeißt, schmeckt also im ersten Moment ein bisschen wie Gummi. Aber schmeckt mega. Ich nehme mal noch so ein Hähnchen. Boah. Krass, oder? Wenn das mal keine gute Alternative ist zum, was ist das hier? Zucchini, glaube ich. Das ist, glaube ich, Zucchini. Ja, doch. Der Haut nach ist Zucchini. Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, was alles drin ist. Ich habe jetzt bloß vorne drauf geguckt, ihr habt das ja gesehen. Das ist definitiv Zucchini. Freunde, also ich bin wahnsinnig überzeugt hiervon und es schmeckt wirklich mega gut. Allerdings ist das nicht gesponsert oder so. Wie gesagt, das ist alles selbst gekauft. Und ich habe auch noch andere Sachen. Das geht mega klar, ehrlich. Also das ist wirklich mega nice. Krass. Also, es ist nur empfehlenswert. Natürlich kostet das ein bisschen mehr als normal, weil es wird vorgekocht. So, dann muss man die Verpackung, der Versand, das kommt, muss ja gekühlt versendet werden. Da sind dann noch Kühlakkus drin und dies und das und alles. Und auch dieser Käse hier. Geil. Diese ganze Mischung aus allem. Mit dieser Soße hier. Achso, die Soße. Die Erdnusssoße habe ich gar nicht probiert. Schauen wir mal, was. Wirklich krass. Mega nice. So, jetzt haben wir hier Erdnusssoße. Schmeckt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich es nicht gewöhnt bin. Wie man es schon sagt. Aber ich finde es dennoch lecker. Also es schmeckt wie wirklich nach Erdnuss. Richtig nice. Also wirklich, der Name Erdnusssoße passt definitiv. Aber ich weiß nicht auf Dauer, ob ich das auf Dauer so essen könnte. Also mal geht das klar, aber so diese Erdnusssoße. Bisschen gewöhnungsbedürftig. Riecht aber mega heftig nach Erdnuss. Ja, das ist gut. Mega. Das ist wirklich lecker. Also das kriegt von mir volle Punktzahl hier an dieser Stelle. Das ist wirklich sehr, sehr nice und lecker und auch frisch und gesund vor allem. Und das ist Low Carb. Das heißt, es kann eigentlich gar nicht fett machen, wenn man jetzt nicht gleich 5 Stück davon frisst am Tag. Mega nice, finde ich richtig gut. Und ist eine richtig nice Alternative, ja, zu einem Pizza-Bestellservice oder ja, weiß der Geier, was es alles eben so gibt. Und wenn es eben mal schnell gehen muss und trotzdem frisch sein soll, beziehungsweise trotzdem gesund sein soll, finde ich, das ist, weiß nicht, besser geht's gar nicht, oder? Sagt mal ehrlich. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es eine richtig mega geile Sache. Wenn man nicht kochen will, muss, wie auch immer, wenn man die Zeit dafür nicht hat, etc. Richtig geil und es gibt ja noch so viele Varianten, die ich auch noch da habe. Seid darauf gespannt. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall noch eine Bowl testen und. Es gibt ja noch verschiedene. Das war die Chicken Low Carb. Richtig geil. Guckt halt auch diese Farben so mega nice, oder? Ich find's nice. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr hier wart und bis demnächst. Ich gönne mir jetzt. Wir sehen uns, haut rein. Schönes Wochenende. Bis demnächst.